Folgerungen. Das Wort Gottes fordert die Christen dazu auf, sich mit Nahrung, Kleidung und einer Wohnung zufrieden zu geben, mit allem Fleiß für die Bedürfnisse ihrer Familie zu sorgen und alles Übrige der Reichsgottesarbeit zur Verfügung zu stellen. Sie sollen sich keinen Rückhalt zusammensparen, sondern der Verheißung Gottes glauben, dass er für ihre Zukunft sorgt. Ihr Lebensziel soll sein, dem Herrn Jesus Christus zu dienen, alles andere muss an die zweite Stelle kommen. Ein solches Leben wird in den Evangelien gelehrt, in der Apostelgeschichte praktiziert und in den Episteln erläutert. Das größte Beispiel gibt uns der Herr Jesus selbst. Nun mag bei Ihnen vielleicht die Frage aufkommen, wie kann ich das in meinem eigenen Leben verwirklichen? Was sollte ich jetzt tun? Zunächst müssen wir uns selbst dem Herrn ausliefern. Wenn er uns hat, dann ist es auch sicher, dass er unseren Besitz hat. Wenn dann der Herr seinen Finger auf verschiedene Gebiete unseres Lebens legt, sollten wir unverzüglich handeln. Vielleicht wird er uns unruhig machen, wenn wir in einem exklusiven Restaurant essen oder Geld für eine teure Sportausrüstung ausgeben wollen. Wenn wir auf unseren Luxuswagen neuester Bauart sehen, mag er uns vielleicht eine Möglichkeit zeigen, einen bescheideneren Wagen zu bekommen, um den Differenzbetrag für die Verbreitung des Evangeliums einzusetzen. Vielleicht sollten wir auch bei unseren Kleideranschaffungen weniger Geld ausgeben, um mit beizutragen, dass andere mit Gottes Kleidern der Gerechtigkeit angezogen werden können. Oder es mag für uns bedeuten, dass wir uns nach einem anderen Arbeitsplatz umsehen, der uns genügend Zeit für die Interessen Gottes übrig lässt. Wir mögen die Liebe zu unserer teuren Wohnung verlieren und den Umzug in ein billigeres Wohnviertel in Erwägung ziehen. Wenn Gott anfängt, zu uns über diese Dinge zu sprechen, werden wir es merken. Wir werden genau wissen, dass wir ihm ungehorsam sind, wenn wir nicht seiner Weisung entsprechend handeln. Der nächste Schritt ist, was er euch sagt, das tut. Johannes 2, Vers 5. Freunde mögen sie missverstehen, Verwandte mögen ihnen Vorwürfe machen, sie werden auf Widerstand stoßen, folgen sie nur Jesus und überlassen sie ihm die Konsequenzen. Setzen sie alles, was sie jetzt nicht für ihr Leben brauchen, für den Herrn ein. Beten sie um Leitung. Bitten sie ihn, dass er ihnen zeigt, wohin sie es senden sollen. Er wird es tun. Möge der Herr in uns und in unserer Generation eine solch radikale Hingabe bewirken, dass wir, wie einst John Wesley, beten können: Ach, dass Gott mir doch das geben würde, was ich so sehnlichst wünsche. Noch vor meinem Heimgang ein Volk zu sehen, das sich restlos dem Herrn ausgeliefert hat und für die Welt gestorben ist. Ein Volk, das Gott mit Leib, Seele und Geist gehört. Wie freudig würde ich dann sagen: Nun lässest du deinen Diener in Frieden fahren. Amen.